diese Filmproduktion 2,5 Jahre zu basteln und dann jetzt einfach so auf Play zu rücken, dann ist das alles vorbei. Das ist wie so eine ganz billige Aldi-Rakete. Ne, du bist 10, du darfst zum ersten Mal eine anzünden, du denkst, das ist das Beste der Welt und dann macht das so. Und ich glaube, so wird es heute so ein bisschen. In diesem Sinne, also das erste Mal ist immer scheiße. Ja, es ist soweit, ne? Tag der Premiere. Muss man schon mit sauberen weißen Schuhen auftauchen. Carina sagt, das wäre die beste Methode. Ich weiß nicht, ob sie mich nicht irgendwie versucht zu bestrafen. Bestrafen wäre es, wenn es deine eigene Zahnbürste wäre. Okay, mal vorne angefangen für die Leute, die vielleicht neu hier sind. Valkyren ist ein Kurzfilm, so knapp 25 Minuten, den wir vor einiger Zeit selber gedreht, produziert, gemacht haben. Und der viel zu lange gebraucht hat, um fertig zu werden. Jetzt ist er aber fertig. Wir sind vier Stunden vor der Teampremierung und haben jetzt noch ein paar To-Dos. Eines dieser To-Dos ist unseren gesamten Export. Es gibt so einen kleinen Vorfilm und so ein bisschen Zeug drumherum. Das gucken wir jetzt nochmal alles am Stück an, um ganz klar festzustellen, dass da keine Renderfehler drin sind, weil das wäre jetzt das Schlimmste. Ja, wenn der Renderfehler drin ist, dann erklären wir allen, dass es gewollt ist. Ja, diese Kunst. Glitches und so, das gehört alles dazu. Ja. Ich hätte gern so diesen gelben Bildschirm von Premiere Media Pending. Okay, File ist fine. Das heißt, im nächsten Step packen wir noch ein paar technische Sachen. Nicht viel, aber so 2, 3 akkubasierte Lämpchen, die Valkyren-Poster und einfach so ein bisschen Dekokram, um es da schön einzurichten. Das Geile ist ja, dass wir für so Sachen einfach so einen riesigen Transit haben. Das ist total toll, weil wir müssen jetzt ein bisschen Technik mitbringen, eine Sprechanlage, eine PA. Aber wir haben ja Platz ohne Ende, oder Joscha? Ja, und deshalb fahren wir mit dem Mini. Es ist so ein bisschen Anspannung. Ich habe so ein bisschen Schiss vielleicht. Oh, aber guck mal, wenn die Sonne hier reinflärt, das geht ihm doch direkt besser. Es ist wirklich so, ne? Ich habe außerdem Hunger. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, um noch was essen zu können, bevor es losgeht. Das wäre auch meine größte Sorge, dass man am Ende wie so ein Hochzeitspärchen am Hochzeitstag einfach zu nichts selber kommt, ja, und sich nur um andere Dinge kümmert. Ja. Alright, noch kurz Sekt und dann essen, ja? Ja. Geil. Also wie viel Sekt wollen wir denn trinken vorher? 10 Flaschen. Oh, Junge! Viel blöd! Mach Pulp Fiction an! Anfang einer anderen Phase. Joscha, ist das, was du dir unter unserem gemeinsamen Leben vorgestellt hast? Ja, das ist also, wenn ich höre Filmproduzent, dann denke ich daran, dass zwei Typen mit so Crushed Eis, Sekt und einer Tasche voller Kabeln zur Premiere latschen. Definitiv. DIY-Premiere, done right. Ach, shit, ey. Oh, ist das angenehm. Alter, das muss ich einfach mal kurz erzählen. Das ist das Kino, wo wir die Premiere machen und es ist direkt in der Innenstadt von Köln. Hier kriegt man natürlich nie einen Parkplatz. Hier fährt jetzt ein super nettes Paar weg. Ich habe die gefragt, ob die wegfahren und dann sagten die, ja, wir fahren weg. Sie können ja auch noch unser Parkticket haben, das ist noch eine Weile. Und dann meinte ich, wenn sie noch kurz warten können, dann können wir das Auto holen. Die warten jetzt kurz, bis Joscha hier ist und dann fahren sie weg. Super, da ist er. Sie. Der Kollege ist jetzt da. Dankeschön, dankeschön. Schönen Abend. Ciao. Alter, ist das geil? Das ist ja krass! Ey, wie also cool waren die beiden? Hast du das mitbekommen? Nee. Die hat jetzt auch ihren Parkschein gegeben. Nein, hör auf! What? Ich weiß, diese netten Leute werden das Video hier niemals sehen, aber das war so, so toll. Das war gerade richtig, richtig schöne Aktion, ey. Voll geil, vielen lieben Dank. Geil. Hey, Mario. Ja, ich bin blöd, ich bin der Joscha, ja, nee. Und ab sofort übergebe ich das Dokumentarische ein bisschen an Jacques. Nice.
Danke, dass du da bist und mir die Vlogarbeit abnimmst. Das ist der einzige Grund, ne? Safe. Für den Vlog. Und das Ding ist vor allem, wir haben jetzt nur anderthalb Stunden Zeit, um alles hier vorzubereiten, bevor die Gäste reinkommen. Das heißt, dezent stressig. Also, das muss man selber machen. Es ist vor allem echt viel zu tun. Wir haben ein bisschen Licht dabei, damit die Leute von außen schon erkennen, wo sie hin müssen. Wir haben eine eigene PA dabei als Sprechanlage, dass wir auch ein bisschen was sagen können vor und nach dem Film. Wie Getränke, Sekt zum Anstoßen. Wir müssen natürlich die neue Version vom Film noch einladen. Da ist davor noch das Making-of und eine Werbung und so ein bisschen Rahmenprogramm. Und das heißt, wir müssen auch den Filmvorführer noch einweisen. Und vor allem müssen wir, bevor unsere Gäste eintrudeln, ja auch noch mal selber ein paar Minuten finden, um uns frisch zu machen. Richtig wie im Backstage, oder? Ich hab's nicht dabei. Du hast nicht dabei? Nein. Fuck. Ehrlich, du hast es nicht dabei? Scheiße. Joscha. Jani, bist du schon unterwegs? Nee, ich wollte jetzt. Ah, geil. Kannst du vielleicht Haarspray und einen Kamm mitbringen? Maus und ich haben komplett unsere Haarutensilien vergessen und sehen aus wie die hinterletzten Heckenpenner. Ja, gut. Wir ja? Club. Mega geil, danke dir. Bis gleich. Ciao. Ciao. Gut. Alles klar. Das ist, wenn du den links schiebst, das ist. Ja, ich weiß. Die warten im Krisen der Premiere. Der Look. Alles Schein und Sein. Nee, wie heißt das? Mehr Schein als Sein. So, ist okay. Komm, abfahren. Also, meine Freundin war so nie lieb, uns gerade noch Bürsten und Haarspray vorbeizubringen. Die Premiere ist gerettet. Ja, oben sind schon alle Leute da, aber jetzt kann frisiert werden. Was machst du da? Struppelig, das ist mein Style. Je unsortierter, desto besser. I see. Okay, ich mach's ganz glatt. Je anders als du, desto besser. Ja. Das wollte ich schon mal mit dir machen. Jetzt ist es soweit. Ich bin nervös. Und du? Ja, auch. Strange, ne? Hallo. Ist leider keiner gekommen. Das Kino sieht komplett leer aus, Leute. Das ist mein Vlog-Intro ist im Arsch. Ist das geil. Danke, dass ihr da seid. Ganz, ganz viel Spaß. Film ab! Thank you.
Wir sagen die ganze Zeit danke, danke, danke zu euch und so. Es gibt eine Person, bei der ich mich nicht bedankt. Klassischerweise würde man Mama denken, ja, danke Mama. Aber dieser Mann hier, danke, dass du den ganzen Scheiß mit mir durchgezogen hast, Alter. Richtig geil. Wie geht's dir? Gut, ohne Scheiß. Es ist ein bisschen cool und ein bisschen traurig, aber auch, weil es irgendwie einfach so auf einen Schlag vorbei ist. Aber es ist richtig geil, weil Joscha und ich waren wirklich die einzigen Menschen in Deutschland und auf der Welt, die diesen Film jemals gesehen haben. Und irgendwie ist es cool, drüber reden zu können. Und was mir aufgefallen ist, wir haben den Film so oft gesehen, dass wir den ganzen, also da sind ja Jokes drin und Spannung. Für uns war das natürlich nicht mehr gegeben. Wir fanden es weder witzig noch spannend. Weil wir mittlerweile so ganz betriebsblind sind. Wir haben das jetzt im Schnitt so oft gesehen, dass man gar nicht mehr so richtig was fühlt, ehrlich gesagt. Und es war einfach geil zu merken, die Leute reagieren und es wird gelacht. Und es war im ersten Moment für mich so, warum lachen die denn? Ich will doch kurz was sagen. Ist mir eingefallen, ist klar, sind Witze. Es gab wirklich laute Lacher. Es gab aber auch Momente, wo es ja einfach leise war, wo man das Gefühl hat, okay, alle starren gerade auf die Leinwand und wollen diese Szene irgendwie verstehen. Und das ist, ja, das ist krass. Ja, hab ich mich lange nachgesehnt, ehrlich gesagt, heute zum ersten Mal erlebt, wie das ist. Ja. Und es ist krass, ist wirklich krass. Ja, das war's. Irgendwie viel Stress und dann geht's schnell vorbei. Wie war's? Gut, schön, war schön. Ja, hat ein bisschen gedauert reinzukommen, aber das war ich auch froh im Vorfilm und Making-of vor dem Hauptfilm. Das war cool, um so ein bisschen sich warm zu pupsen im Sessel. Immer schon warm. Ja, okay, und jetzt ins Bett. Tschüss. Sorry für das etwas antiklimaktisch, antiklimaktisch, sorry für das etwas unaufgeregte Ende. Ich glaube, wir müssen das jetzt erstmal irgendwie so verarbeiten und aufnehmen. Und es war einfach mega viel, mega krass irgendwie. Sehr viele Emotionen da jetzt drin und sehr viel gib uns mal irgendwie noch ein paar Tage Zeit. Wir werden das nochmal Revue passieren lassen. Muss erstmal pennen.